So, es ist Mittwoch, der 10. August 2016. Es folgen erneut Aufzeichnungen zu meinen Mandanten, den Hamadis. Die Sache wird auch etwas hektischer, als ich gedacht habe. Diese Woche ist zum Beispiel der Kauftermin der Immobilie von Tony Hamadi geplatzt. Und der Ersatztermin ist gelinde gesagt eine Herausforderung. Und außerdem sitzt Latif Hamadi noch immer im Gefängnis. Ja gut. Es gab auch in der Vergangenheit Fälle, bei denen ich nicht immer sofort helfen konnte. Und das ist nicht schön für meine Statistik. Aber ich habe es immer geschafft, dass meine Mandanten, die Hamadis, vor einer langen Haftstrafe bewahrt wurden. Und darum geht es doch. Wenn die Familie zusammenhält, dann wird auch alles gut. Ja, dann kann ich in Ruhe meinen Job machen und alle sind zufrieden. Ja, bisher waren, weiß Gott, die Gesetze immer auf Seite der Mandanten. Ja, und ich habe natürlich meinen Anteil am Erfolg und trage eine gewisse Mitverantwortung an den Entwicklungen. Verantwortung, was heißt Verantwortung? Wem gegenüber? Dem Gesetz, den Mandanten? Mittlerweile glaube ich manchmal, dass Loyalität wichtiger ist als das Gesetz. Und je länger ich darüber nachdenke, umso schwieriger fällt es mir, diese meine Loyalität weniger hoch zu schätzen als das Gesetz.